Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4. Wir haben beim letzten Mal mit Ashley die Burg weiter untersucht und da wurde sie von riesigen Insekten mitgenommen und wir mussten uns den Weg freischießen. Als Leon dann endlich bei ihr ankam, wurde er von Salazar in eine weitere Falle gelockt und ist hier runtergefallen. Hätte er nicht einen gewissen Gegenstand gehabt, wäre er wahrscheinlich gestorben. Und als ich hier unten hin bin, habe ich leider den Händler getötet. Das ist natürlich nicht so geil, aber was willst du machen? Wir sollen jetzt wohl die rechte Hand von Salazar töten. Da bin ich gespannt. Warte mal, was haben wir denn jetzt eigentlich so an Munition? Ich habe ein bisschen... Ja, ein bisschen Munition habe ich. Ist jetzt nicht so viel, aber... Besser als nichts. Da ich jetzt den Händler getötet habe, weiß ich nicht, ob der nochmal auftaucht. Ich glaube, mir ist das schon mal bei der PlayStation 2 Version passiert. Und er müsste aber wieder auftauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal nachspielen, den ganzen Scheiß. Gucke, ob hier irgendwo jemand ist oder höre oder hören kann, meine ich. Außer die Sequenz habe ich jetzt niemanden gesehen. Ah, nee, warte mal, war das nicht diese untote Figur? Es gab, naja, untot. Ich meine, es gab eigentlich noch so ein gewisses Vieh, was außergewöhnlich stark war. Und ich glaube, das war sogar unsterblich, wie halt in Dead Space. Müsste eigentlich so gewesen sein. Hier haben wir Munition. Gut. Falls da hinter jemand gewesen wäre, hätte er Pech gehabt. Wow. Mist. Schön, ich bin tot. Oh, es ist eine dumme Kacke, Alter. Es ist so dumm. Jetzt kann ich wahrscheinlich... Nee, obwohl, nochmal neu laden muss er wahrscheinlich nicht. Hoffe ich zumindest. Oh, ey, das ist so eine Scheißstelle schon wieder. Weil ich damit nicht gerechnet habe. Wisst ihr, macht doch einfach eine Taschenlampe an. Aber nee... Er schafft es nicht. Und deswegen sehe ich diese scheiß Kreatur auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe nichts. Das ist unglaublich. Es kommt durch die Wand durch. Ach, hier drin kann es auch kommen, oder was?
Willst du mich jetzt verarschen? Warte mal, ich muss mal kurz... Ach, falsche Taste. Karte drücken. So, warte mal. Ich muss noch mal was kombinieren. Das haben wir ja gerade eben schon gemacht. Dann wurde ich aber gestört. Das ist ein Aufzugsschacht. Aufzug hochholen. Der funktioniert nicht. Bestimmt ist der Strom ausgefallen. Bisher ist es, was mich auch ein bisschen nervt. Ja, wow. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Muss ich etwa da hinten Strom aktivieren? Ist doch nichts. LN2, das ist ein Behälter für flüssiges Nitro. Was macht der denn hier? Meine Fresse, Alter, ich wollte es gerade aktivieren. Na komm. Ich kann jetzt hier nichts machen. Was, willst du mich jetzt verarschen oder so? Oder gibt es hier nur eine weite Tür? Meine Fresse, Alter. Aha. Klar. Also ich kann nichts machen. Das ist jetzt sehr geil. Ist auch dumm, dass das Vieh überall mit kann. Das wissen wohl auch nur die Entwickler. Er muss doch irgendwo zu aktivieren sein. What? Ja, seht ihr es jetzt nicht, was ich machen soll? Ich war doch jetzt schon überall, oder nicht? Das ist wieder so typisch Videospiel, Alter. Die Logik, die versteht keiner. Ach so, hier war ich glaube ich noch nicht. Ah, okay, gut. Es ist eine Stromversorgungseinheit. Strom einschalten. Ja, bitte. Der Aufzug hat wieder Strom. Es dauert ungefähr 4 Minuten, bis der Aufzug kommt. 4 Minuten! Super. Wenn ich mich gerade kratzen muss, was mache ich ihn denn? Ja, genau. Und da ist das Vieh, was ich meine. Das ist unsterblich.
Will mich jetzt das Spiel vielleicht verarschen? Willst du mich jetzt verarschen oder so, Alter? Was bist du denn für ein verwacktes Spiel, Junge? Geh doch mal da raus, Alter, ey. Ja, er kann alles ausweichen. Das ist wieder typisch, Alter, Resident Evil. So ein Käse, Alter. Ja, ich kann es eh nicht angreifen. Das heißt also, ich kann nur wegrennen. Ich hab's doch gedrückt. Alter, es ist wieder... Es ist so scheiße. Es ist wirklich so scheiße. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Ich habe Granaten verschwendet. Die bringen nichts. Mann, und dann backe ich hier überall fest, Alter. Das ist auch so ein Schwachsinn, Alter. Kann ich jetzt diese Dinger kaputt machen oder geht's immer noch nicht? Ja! Oh ey, nee. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Es ist schon wieder so Quasseln, Alter. Das braucht unbedingt ein Remaster. Weil das kannst hier heutzutage echt nicht mehr zocken. Da kann ich auch fast nichts Positives mehr zu schreiben oder sagen. Weißt du, es ist dumm. Guckt euch doch mal den Scheiß an. Es ist sau schnell. Und wenn du nicht sofort auf Ausweichen oder so drückst, dann bist du fast hin. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll, Mann. Soll ich wirklich nur ausweichen? Ach, umwerfen, ja. Ah, okay. Jetzt weiß ich es natürlich. Also dieses Nitroglycerin ist dafür da, dass ich ihn einfriere. Und ich kann in der Zwischenzeit wahrscheinlich schaden. Och, junge Mann. Kennt ihr jetzt lange mal die Tür auf? Jetzt sind bald 4 Minuten, Alter. Ey, du kannst auch nicht... Warum zeigt er mir denn das Ausweichen nicht mehr an? Ey, Alter, ich hab... Guckt euch doch mal den Scheiß an. Ich hab gleich nichts mehr zum Heilen, Alter. Was soll denn die Pisse jetzt? Ja, jetzt zeigt das wieder an, Alter. Du willst mich wohl richtig verarschen. Ja, er kann dreimal... Ach, ey, nee, ich sag nicht mehr. Kein Bock. Wo ist denn hier nochmal der Nitroglycerin-Scheiß? Ich kann jetzt eh nicht mehr schaden. Was soll denn der Dreck? Oh, nee, ich hab... Ich hab nichts mehr. Geil.
Wie wär's denn jetzt mal mit der scheiß Türe, Alter? Ist doch nicht mehr euer scheiß fucking Ernst. Oh nee, Alter. Ja. Ey, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ey, die 4 Minuten sind schon lange vorbei. Und ich kann auch nicht schaden. Ich kann halt nur wegrennen. Die scheiß Tür öffnet sich nicht. Was zum Teufel ist das denn jetzt hier für ein Käse, Alter? Och Mann, ey, was ist das denn jetzt hier für ein Schwachsinn, Alter? Ich kann nichts machen. Da vergeht doch die Lust. Ah, ich muss bestimmt die Ohren treffen. Deswegen geht's nicht weiter. Oh, ist das ein Scheiß schon wieder. Ey, da könnte ich ausrasten, echt. Ja, hier, fick dich. Alter, was ist das denn für eine Scheißstelle hier schon wieder? Ey, das ist... Nee. Er sagte 4 Minuten. Ich habe jetzt gerade die Zeit gemessen. Es waren über 4 Minuten. Alter, es ist einfach nur dumm. So dumm wie Brot ist das Spiel. Also nee, da kann ich heutzutage auch nichts Positives mehr sagen. Das ist echt richtig scheiße gemacht. Das macht absolut keinen Sinn. Weil ich meine, außer da raufballern, mehr konnte ich halt auch nicht. Was soll ich machen? Ja, drück doch einfach mal diesen verfickten Knopf, Junge, Alter. Kann ich mich schon heilen? Ach, geil. Ihm schaden die Waffen nicht, also... Wenn ich jetzt nicht wieder zurück zur Tür gehe, dann taucht das Vieh auf. Oh, da muss ich erst raufdrücken. Oh, leck mich doch jetzt richtig fett am Arsch. Oh, das war ja... War das früher auch so? Ich hab doch raufgedrückt, Alter. Ey, das kotzt mich an. Mann, ey, Alter, es dauert noch viel zu lange, bis er auf seine Scheißwaffen zurückgreift.
Man, wenn ich das vorher gewusst hätte. Alter, das hätte jetzt gerade viel erspart. Aber so. Also ist es jetzt eigentlich nur dafür da, um das Vieh aufzuhalten, verstehe. Er ist natürlich schneller als ich. Ich räume jetzt hier ab. Kack drauf. Oh, jetzt bin ich falsch. Leck mich doch fett, Alter. Wo bin ich denn jetzt lang gerannt? Kann die Tür nicht öffnen. Ja, ist das ein Schwachsinn, Alter. Oh, nee. Oh, dieses Ausweichen, ne? Das ist so. Wo kommst du denn her? Gibt's davon zwei? Mann, Leon, Alter, du, ich hab doch auf Ausweichen gedrückt. Mann, das ist so scheiße gemacht, Mann. Ich kann nichts machen. Mann, ich hab gleich keine Heilung mehr. Das ist auch, was mich richtig ankotzt. Jetzt weg, Alter, weg. Ach so, geht ja nicht. Dann muss ich sie erst wieder aufmachen. Also wisst ihr, es gibt ein paar Sachen, die hätten sie weglassen können. Danke. Und ich habe noch nicht mal einen Screenshot gemacht. Mir war so, als hättest du ihn damals auch anders platt machen können. Jetzt habe ich fast keine Munition mehr, aber Heilung sieht noch gut aus, okay. Vielleicht habe ich mich auch für nichts aufgeregt, ist auch möglich. So, jetzt habe ich noch 4 Schuss. Ja, schade, dass ich den Händler umgebracht habe. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Stimmt, ja, der kommt auch noch. Oh, nee. Oh, ich bin schon so häufig gestorben. Jetzt leckt mich fett, ey. Leckt mich richtig fett. Der Händler ist wirklich tot. Oder? Nein, er ist wieder da. Ja! Welcome. Oh, ey, Glück gehabt. Richtig Schwein gehabt. Oh. Warte mal, ich muss erst mal gucken, was ich zu verkaufen habe.
Boah, ey, guckt euch das mal an, da können wir echt eine Menge Kohle mitmachen. Ah, I'll buy it. Thank you, that old... Seidenkristall? Is that old stranger? Na, Seidenkristall? Thank you. Davon haben wir drei. Is that old stranger? What are you buying? Schatzkarte Burg, die brauchen wir ja nicht mehr. Hat er noch irgendwas neu? Die Striker. Ey, guckt euch das an, ma. Das ist, glaube ich, eine Schrotflinte, ne? Ermöglicht sehr schnelles Feuer. Ne, ist eine Weitschusswaffe, ach so. Nee, eigentlich müsste die Striker eine Schrotflinte sein. Es hat alle Vorteile einer Weitschusswaffe. Ermöglicht sehr schnelles Feuer, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wollen wir mal tunen? Is that old stranger? Was? 32.000? Is that old? Thank you. Is that old? Is that old? Is that old? Thank you. Achso, hier, warte mal. Die TMP, kann ich da noch irgendwas verbessern? Kostet noch 24.000. Is that old? Thank you. What are you buying? Erste Hilfe Spray geht leider auch nicht. Come back anytime. Okay, also gut ist jetzt Folgendes. Wir haben es erstmal soweit geschafft, hierher zu kommen. Ich sehe jetzt gerade, warte mal, wie viele Speicherpunkte gibt es jetzt hier noch? Es gibt da unten nochmal einen Händler. Und genau dahinter gibt es den nächsten Speicherpunkt. Ja, werden wir mal gucken. Also, holla die Waldfee. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch... Ich meine, ich wusste, dass es hart ist, aber dass es so hart ist. Es kommt mir entweder so schwer vor, weil ich das halt lange Zeit nicht mehr gespielt hatte. Oder ich weiß auch nicht. Ach Quatsch, ich habe ja die falsche Waffe. Warte mal. Wir haben die Schrotflinte und die Uzi. Wir haben noch das Scharfschützengewehr. Ich muss leider erstmal auf die Pistole ausweichen. Aha. Das war's mit euch. Die kann mich mit einem Schuss töten und das ist geil. Aber auch nur, weil ich sie, glaube ich, jetzt so verbessert habe. Dann haben wir mal Pistolmunition und noch mal ein bisschen Kohle. Die haben wir so wenig. Achtung! Bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter bestätigt. Okay. So. Hallo. Ich sehe ja nicht noch einen. Ach da, warte. Oh, jetzt habe ich schon nachgeladen. Ich dürfte aber... Oh, ich kann noch nicht mehr nachladen, ne? Ach nö, ich habe keine Muni mehr. Für die Uzi habe ich auch kaum noch Munition. Na, warte mal, ich weiche mal kurz auf die Pistole aus. Wie komme ich jetzt eigentlich hier runter? Aha. Mann, Leon, Alter, wo schießt du denn hin? Ah, der Typ ist tot.
Was ist das? Oh, Goldbarren. Kann da nicht noch irgendwelche Leute... So, warte mal, bevor ich jetzt hier weiter den Schalter drücke, würde ich mich jetzt erstmal kurz umsehen, so rum. Die Plagas auf dem Felsen sehen fossil und mumifiziert aus. Diese Parasiten scheinen tot zu sein. So, muss ich hier ran, oder? Das ist ein Hebel für den Wagen. Hebel betätigen. Da haben wir nämlich TNT. Wie sollen die doch jetzt mal erklären, wo die schon wieder hergekommen sind? Die kleinen Schweine. Das ist nur einer. Und boom. Baby. Genau, so muss es sein. Okay, war hier noch irgendwas? Also hier werden diese Las Plagas abgebaut, anscheinend. Jetzt muss ich den Trennschalter bestätigen oder betätigen, besser gesagt. Und dann müsste eigentlich der weitergehen, weiterfahren. Der Strom zum Trennschalter ist unterbrochen. Wieder einschalten? Bitte, danke. Ich weiß gar nicht, ob das denn nochmal passt. Oh Gott. Wo ist der jetzt? Oh Gott! Okay, ich sehe gerade, was da unterwegs ist. Was machst du denn, Alter? Ey, Leon, du bist manchmal echt so blöde. Also ich habe ich noch eine Granate? Ja, ey. Ist ja noch. Ja, gleich nicht mehr. Okay. Also der studiert da einfach nur hinten rum, denn ist es ganz gut. Ey, müsste es gleich gewesen sein. Was ist das denn? Oh, Alter, habe ich mich gerade übel verschossen. Mann, manchmal zuckt mein Finger, da kann ich dann auch nichts machen. Das passiert mir jetzt nämlich immer öfter. So, warte mal, ich muss jetzt da ran. Ach, ich muss, glaube ich, den Turm umstürzen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt. Wir haben 25, naja, über 25 Schuss. Da kann man jetzt schon mal machen. Du erhältst Dynamit. So, bis zum nächsten Speicherpunkt würde ich jetzt spielen wollen. Und dann mache ich aus. Muss aber erstmal kurz gucken, wann der nächste überhaupt kommt. Ich muss immer zurücklaufen, das wird nichts, Leute. Ich kann jetzt nur noch den Turm hier umstürzen und dann war's das. Wo soll ich denn jetzt das Dynamit eigentlich hin platzieren? Wait, what?
prüfen. Diese Parasiten sind tot, ja. Achso, ich muss den wegsprengen, ja, stimmt. Dieser Felsen versperrt den Weg. Dann werde ich mich wieder zurückgehen und ausmachen. Weil wenn ich mich... Warte, nochmal zurück. Geh zurück. Also wenn du mich auf der Karte guckst, dann sieht man, da ist nochmal so ein komischer Bereich. Da könnten also nochmal Gegner kommen. Und ich glaube, da unten hast du denn diesen komischen Showkampf gehabt. Oder hier. Ich nehme noch mit, was da in den Kisten ist. Denke ich zurück und speichere ab. Oh, Magnum-Muni. Da kommt ja schon vorher. Nee, das wäre eigentlich Quatsch. Quatsch mit Soße, aber man weiß ja nie. So, kann ich ja wieder hoch, ja. Ja, Leute, ich weiß, ich bin nicht so gut vorangekommen, aber ist ja auch egal. Passiert jeden Mal. Hm? Ach, ein Seidenkristall war ja noch. Schön. Geld ist immer was Feines. Oh, sind da noch mehr Kisten? Oh, zum Glück bin ich auch zurückgegangen. Jo! Welcome. So, jetzt darf ich auch nichts mehr drücken, wenn ich die Waffe habe. Nicht, dass ich nur aus Versehen töte. Ich brauche noch ein bisschen Zeug, warte mal. Ein Seidenkristall, ja komm, hier. Is that old? What are you buying? Hat er noch irgendwas zum Heilen? Nee, hat er immer noch nicht. Schade. What are you buying? Der Minenwerfer. Ich brauche einfach nur Kapazität. Und wisst ihr, was lustig ist? Der müsste nämlich wieder mehr Munition haben. Stranger? Thank you. Come back anytime. Ist es so? Sag mal, dass es immer noch so ist. Ja! Das ist geil. Gut. Ja, Leute, ich würde jetzt hier dann... Ah, nee, wir haben ja noch was zum Lesen. Luis Nuti 2. Der erste Kastellan begrub die Las Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfe zu leiden, und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellstadium in Sporenform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Plagas bereits wiederbelebt wurden. Ganz zu schweigen von all den Ganados, die geschaffen wurden. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden, könnten weltweit Menschen zu Opfer ihres verrückten Kults werden. Ja, das wäre dann der nächste schlimme Virus. Nur, dass das hier in der Spornform auftritt. Während, ich weiß ja gar nicht mehr, wie hieß denn das? G-Virus? Ne, wie hieß denn das nochmal? Naja, jedenfalls machen wir dann bei der nächsten Folge weiter. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder was auch immer. Bis dann und tschüss.